Wenn die Haut als Barriere zur Außenwelt verletzt wird, dringen Bakterien in die Wunde ein. Dadurch werden Makrophagen alarmiert, vom Blut ins Gewebe einzuwandern. Sie nehmen dort sofort ihre Arbeit als große Fresser auf. Des Weiteren liegen unreife dendritische Zellen im Gewebe vor. Sie fressen zwar auch einige Bakterien, wandern dann aber über Blut und Lymphe in die Lymphknoten ab, um dort ihre eigentliche Aufgabe zu verrichten. Sie zerstückeln das Bakterium und bilden unschädliche Proteinteile davon an den MHC. Dieser Komplex wird an die Zelloberfläche gebracht. Man sagt, die dendritische Zelle präsentiert Teile eines Erregers, die sogenannten Antigene. Alle weißen Blutkörperchen werden in regelmäßigen Abständen durch die Lymphknoten gespült. Die T-Helferzellen binden nach dem Zufallsprinzip. Wenn der MHC mit dem Antigen zu der Struktur des T-Zellrezeptors passt wie ein Schlüssel ins Schloss, wird die T-Zelle durch die dendritische Zelle aktiviert und teilt sie rasch. Anschließend wandern die T-Helferzellen an die Schadstelle ab. Doch wie finden sie diese? Die Makrophagen senden Botenstoffe aus, die den Lymphozyten signalisieren, dass Eindringlinge zu bekämpfen sind. Diese Zellen wandern nun mit Lymphflüssigkeit vermehrt in das Gewebe ein. Die zur Wunde gewanderten B-Zellen können über Antikörper Erreger aufnehmen und präsentieren, genau wie Makrophagen das Antigen. Die aktivierten T-Helferzellen wandern ein und binden an die jeweiligen Komplexe. Nur dadurch wird die B-Zelle stimuliert, sich zu vergrößern, sich zu teilen und eine Unmenge von diesmal freien Antikörpern abzugeben. Diese Antikörper binden spezifisch die Bakterien und lösen deren Zerstörung aus.